You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiammi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Feuermagier in der Kriegshymnenschlucht. Der ist gerade 473, wir spielen ja hauptsächlich mit Mastery, also eigentlich BVE hier gerade, mit BVE-Spec. Spielt Konflikt und Zwietracht, Atem der Sterbenden, Essenz der Fokussierung des Iris und Erinnerung an den Klartraum. Und als PvP-Talent, Netherwind-Rüstung, kontrolliertes Feuer und natürlich großer Pyroschlag. Wir schauen mal, da vorne haben wir einen Enhancer direkt am Start. Da ist irgendwas Stealth gegangen auch. Maybe können wir die hier gerade rausholen, eventuell. Nee, sieht nicht so aus. Ich meine, wir können mal Kampfrausch ziehen und schauen einfach mal, was hier abgeht. Wir können hier mal kombasten, kicken dann erstmal daneben. Das war nicht so schlau, aber wir versuchen einfach mal den hier umzuballern, wenn es gerade geht. Ich glaube nicht, dass wir den gerade down kriegen. Na, das sieht sehr, sehr mies aus. Wir versuchen hier einfach mit G-Pies durchzugehen jetzt. Vielleicht kriegen wir da mit einem Nuke. Da gehen auf jeden Fall einige durch. 1, 2, 3. Dritter geht noch raus. Jetzt schauen wir, ob wir vielleicht den Mönch hinten mal rausschieben können. Denn jetzt haben wir langsam keine, oder jetzt haben sie langsam keine DFCDs mehr. Blinken hier ein bisschen raus gerade. Sollten eigentlich jetzt den Damage aufbringen können. Wäre der G-Pie noch connected? Oh mein Gott, Alter, vielleicht kann ich finishen. Oh, das Trinket war so worth gerade. Nein, wir gehen ja alle einfach nur für Greater Pyro die ganze Zeit in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Kills gerade bringen. Ich glaube nicht, dass der mich kickt. Die sind zumindest auch in der Gruppe drinnen. Zumindest ist er hier Gruppenleader. Das heißt, die gehören schon in irgendeiner Art und Weise hier zusammen gerade. G-Pie geht nochmal einer raus. Einer geht noch hinterher. Sollte eigentlich... ist schon vorher down. Okay, wunderbar. Zerg haben wir halbwegs gewonnen hier. Können den hier einmal kurz kicken. Ich glaube, er kann mich nicht kicken, solange er hier noch locked ist. Da steht noch eine Erdbindung. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Schilden uns nochmal. Vielleicht können wir den Rogue noch down. Okay, der stirbt schon vorher. Aber wir haben die Flagge nicht. Die haben die Flagge. Bei denen hatten die Kämme 63 HP die Flagge. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so der Mega-Pick ist. Auch wenn es Scaling gibt. 63.000. Der hat ja gar nichts. Der muss ja nackt sein gerade. 63.000. Das ist ja selbst mit Account-Gear irgendwie 90.000. Was ist das halt? Da brauche ich keinen G-Pie-Castle, weil G-Pie ist prozentuell. Da mache ich halt weniger Schaden damit. Hat ja AMS an, dann können wir hier Meteor reinlegen. Da läuft er gerade raus, stunt mich hier nochmal, verbrennt aber ganz, ganz langsam, wird von der Eule weggesniped. Und da haben wir auch schon wieder die Flank. Jetzt schauen wir erstmal, was der Mönch vorne macht. Vielleicht können wir ihn slowen. Kommt gerade nicht ran zum Slowen, kann ihn jetzt einmal kurz slowen. Vielleicht nehmen wir den Broxy raus, vielleicht können wir schieben, können wir gerade nicht. Dann schauen wir erstmal mal einen Bersi am Start. Bersi haben wir keinen am Start. Der Mönch macht da drüben auch nichts mehr. Der Enhancer sollte eigentlich schon wieder down gehen. Wir gehen hier einfach nochmal für einen G-Pie auf dem Hunter. Wobei, der geht wahrscheinlich eh nicht durch. Ich glaube, das war gerade totstellen, oder? Ne, doch nicht. Okay, der ist tatsächlich gerade draufgegangen. Das sah so aus wie totstellen. Vielleicht sollten wir für Flagge gehen, aber ich habe halt selber nicht wirklich Lust drauf gerade. Deswegen machen wir hier einfach mal ein lustiges Zerg-BG gerade draus. Wenn wir den alle schon mit dabei sind hier. Oh, der Enhancer. Ich hoffe, der eine da hinten stoppt mich nicht. Die Eule, die gerade ranrennt. Den grippt er nämlich auch noch rein. Ein Cheaper geht raus. Zweiter geht hinterher. Der ist weg. Weg vom Fenster. Ali ist so komisch aufgesplittet. Der Healer hat zumindest erstmal die Flagge geholt von denen. Die sind ein bisschen komisch aufgeteilt. Wir klauen dem hier einfach mal seinen Buff. Er silenced instant. Das heißt, jetzt können wir gleich clearcasten. Will er mich klonen auch noch? Ne, will er mich nicht. Jetzt können wir hier komplett clearcasten. Außer er hat einen Bash auch noch für mich, sieht aber nicht so aus. Er lässt mich hier einfach machen, was ich will. Wir killen das Stun-Tot ihm einmal. Dann gehen wir ein bisschen weiter zurück, weil ich glaube, der will mich hexen. Na, okay, jetzt ist der Hand auf mir. Jetzt der Hand auf mir. Wir können hier einmal kurz Temp-Shield gehen. Und jetzt, ich gehe einfach nur für G-Pies die ganze fucking Zeit. Da geht einer durch. Jetzt können wir sogar casten. Nope, der lief erstmal das BG. Da hat der gar keinen Bock mehr drauf. Der ist schon wieder im Wall drinnen, der Enhancer. Schauen wir mal, ob hier irgendeiner stoppen kommt. Ich glaube nicht, dass er selber irgendwie stoppt. Der hält bei weitem mehr aus als meine Enhancer. Ich glaube, der geht halbwegs auf Versa, weil der tankt hier ordentlich Leute gerade weg. Wo ist die Flagge von denen? Ist der schon durch? Na, der steht halt bei uns irgendwo da oben. Ja, der steht einfach da oben. Der steht einfach da. Ich gehe den jetzt holen, Alter. Mir reicht's jetzt. Können den hier einmal killen? Wahnsinnsfetzen haben wir bekommen. Achso, das ist von der Ding-Quest gerade. Das ist von der Quest. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Cheap-Bite durch. Der hielt sich nämlich hier gerade ein bisschen gegen. Rocket Boots ihn an. Blink nochmal hinterher. Erster G-Pie geht durch. Zweiten können wir canceln, weil da ist nämlich Reflex an. Reflex zählt immer nur dann, wenn quasi... Also wenn ich G-Pie caste und er kurz vorm Wegfliegen ist, und wenn die Castzeit noch da ist und er dann reflektet, dann kann er ihn reflekten. Ansonsten nicht. Ansonsten geht er nämlich einfach durch. Wir können mal schauen, was der da oben vorhat. Kann ich von hier unten durchcasten gerade oder geht das gar nicht? Wir tryen einfach mal hier oben. Außer Reichweite. Kann man hier durch die Box casten? Nee, kann man nicht, schade. Try mal da. Dann müssen wir leider außen rum gehen. Das Ding ist, der spielt wahrscheinlich mit Knockback-Ring und hat jetzt seinen größten Spaß seines Lebens gleich, indem er uns da einmal wieder runterschiebt. Steht aber... Okay, er steht sogar da. Ich dachte, er steht innen, weil das wäre ja gerade maximal verwirrend.
Können ihn hier einmal freezen, dann können wir ihn hier schieben. Schieben ihn hier einmal. Dann können wir nämlich hier Chi-Pai durchjagen und mit einem Ring hinterher. Einmal Ring drauf gesetzt. Ah, das war zu früh. Oh, er kriegt Big Fallschaden. Blink kann er, ja, Port kann er nicht mehr setzen. Der steht nämlich hier. Na, er rennt einfach durch, okay. Dann schauen wir, was die hier machen. Ich glaube, wir Chi-Pai einfach mal die Eule. Der stealtht hier instant. Hat er das gerade gesehen oder war das gerade komplett random? Ich bin gerade verwirrt. Wir kicken ihn hier einmal. Sollte eigentlich am Chi-Pai draufgehen. Gleich ist der Connected da. Wunderbar, der ist down. Dann haben wir noch einen Hunter am Start. Den Hunter können wir sonst kurz schieben. Dann kriegen wir nämlich hier for free raus. Nein, er trinkete sogar nochmal last second. Der andere ist jetzt down. Wunderschön. Dann können wir hier nochmal Kombust ziehen. Können vielleicht Meteor. Macht genauso einen kleinen Knickser auf die Seite raus. Und dann geht er erstmal in Shell. Das heißt, mein CD ist hier komplett nutzlos. Können jetzt nur nochmal einen Crit ganz fix holen. Vielleicht kommen wir gerade noch hinterher. Hielt sich hier nochmal mit Double Essence. Können seine Stacks klauen, damit er gleich nicht nochmal eine Essence mit am Start hat. Macht hier totstellen. Und dann sollten wir ihn hier killen können. Wunderschönes Ding. Der steht da in seiner Smoke Bomb drin. Den halten wir hier schön in Fight, damit er hier nicht wieder stealthen kann. Gib mir hier nochmal... War das gerade ein Borg oder sagst du nach Wurfwaffe aus gerade? Ich will ja gerade nicht für den Chi-Pai gehen, weil der wahrscheinlich Reflex mit am Start hat. Wir pushen einfach mal ein bisschen zurück. Der kriegt auf jeden Fall Heilung da. Den könnten wir kicken, aber müssen wir nicht unbedingt. Können sonst nochmal desorienten. Damit er von unserem Hunter weggeht. Und dann würde ich mal sagen, wir tryen mal den Demon Hunter. Wobei der Demon Hunter hat nicht so viel Gear, da lohnt sich wieder Chi-Pai nicht so sehr. Schauen wir, was er hier macht. Freezen den Enhancer hier ganz kurz. Blinking auf Max Range. Schauen, dass wir hier vielleicht einen Chi-Pai kriegen. Na, okay, geht wieder zurück. Ich dachte, er geht mega rein jetzt. Können wir Slow-Tote mir kurz killen? Wenigstens haben wir schon mal 1 zu 0 hier. Blitzschlag, Lasso geht raus. Jetzt können wir maybe die Chi-Pais durchballern. Nope, der andere Schami hinten lockt mich nochmal. Aber jetzt werden sie langsam. Jetzt merken sie langsam, dass ich die ganze Zeit nur Greater Pirate durchballere. Nach 20 Minuten BG. Alter, jeder läuft aus meinem Meteor raus heute die ganze Zeit. Was soll das hier? Wir können den nächsten Cast vom Healer kicken hinten. Können hier kicken ganz kurz. Damit wir eventuell hier die hier killen können. Wobei die anderen pushen eh komplett zurück. Das sollte eigentlich unser Kill hier schon sein. Chi-Pai geht durch. Der Connected ist down. Wunderschönes Ding. Dann gehen wir gleich mal für die Eule, maybe. Oder für den Enhancer. Kickt hier wieder Fire. Das heißt, wir blinken wieder ein bisschen zurück. Wir können sonst nochmal Temp Shield ziehen, aber pusht eh nicht für mich rein. Ist die ganze Zeit so ein Hin und Her einfach, weil wir haben die Healer auch ziemlich. Warte, unsere Healer sind so weit drüben die ganze Zeit. Ich dachte mir gerade, die stehen vorne irgendwo drinnen. Können vielleicht einen Ring hier. Geht sich gar nicht aus. Brechen wir nochmal ab. Können vielleicht hinterher blinken für einen Chi-Pai. Geht sich auch nicht aus, weil er nochmal rollt. Also die ganze Zeit so ein taktisches Antäuschen einfach. Ich würde so gerne Meteoren Full Burst ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich den Ele gerade kriege oder den Enhancer. Wir können hier mal, er faked mich hier, wir können das hier dafür trinketten, dann können wir ihn hier ein bisschen bursten gerade. Vielleicht kriegen wir da halbwegs gut Schaden rein, er wollt hier nochmal. Schauen, ob er uns nochmal kickt. Er toppt sich hier komplett, Alter. Oh mein Gott, was hat er gerade geheilt einfach. Da ist der Heiler, oder? War das der Ding, maybe? Ne, kann doch sein, dass die Eule oder der, wenn nicht das gerade war, aber der hat sich gerade... Der wird gerade komplett wieder full geheilt. Dann kriegen wir nochmal den zweiten Winch hier. Dann können wir uns hier einmal kurz tempen. Schauen, ob er uns das ebenfalls hier wieder purgen will oder eher nicht. Dann freezen wir den hier einmal kurz. Dann können wir nochmal instant ballern. Jetzt brocken wir gleich. Die haben halt Kicks ohne Ende. Deswegen kann ich hier nichts casten. Also ich kann hier gerade gar nichts tun. Ich kann nur hoffen, dass unser Holy Parler mich healt. Der steht nämlich hier in der Nähe. Der steht, ist jetzt im Tunnel drinnen. Okay, das ist gar nicht gut. Wir warten maximal. Nice, er kickt hier. Trappt ihn dann raus. Proxy mit dem Support. Dann gehen wir hinten für den Rack ganz fix. Können uns jetzt hier wieder voll healen. Der Healpaler stand nämlich die ganze Zeit hier vorne beim Tunnel, aber hat keine Dinge gemacht, mich zu heilen oder so. Der rannt dann einfach rein mit der Flagge, glaube ich. Kriegen wir gleich wieder einen Frostjockey hinterher. Dann können wir hier gleich ballern. Wir können die ganze Zeit hier Spell stealen gerade. Da wird er rausgenommen. Ich kann halt nicht wirklich irgendwas casten hier die ganze Zeit, weil ich meine... Sehen da Kicks ohne Ende ab hier. Den Healer können wir kicken, wobei brauchen wir gar nicht. Jetzt können wir dafür für den Hunter gehen. Der kriegt erstmal Stun. Chi-Pai geht auch noch durch. Die Eule ist da drinnen auch noch unterwegs. Wobei, ein Rogue ist ja auch am Start. Wir schieben den Rogue wohl eher. Schieben einmal, schieben nochmal. Ja, wobei. Da kommt der Grip. Jetzt können wir hier nochmal einen Chi-Pai jagen. Geht sich wieder nicht aus. Ballert hier nochmal eine Smoke-Bomb rein. Können hier kurz desorienten. Slowen ihn hier nochmal. Können vielleicht jetzt für die Eule gehen gleich. Ich weiß gar nicht, ob wir für die Eule switchen sollen. Eigentlich schon. Stirbt eh schon. Schauen wir, ob wir den jetzt draufkriegen. Draufgehen lassen können. Oh mein Gott, der Satz war gerade gar nichts. Ich habe gerade irgendwas versucht, daraus zu machen, aber... das hat nicht so ganz funktioniert. Vielleicht können wir Spell stealen. Können wir nicht. Sein Last Stand muss eh vorne rumlaufen. Wird hier nochmal gegrippt. Können nochmal zweimal Instant jagen. Execute.
mit Big versengen. Kriegen natürlich nochmal unseren Stun hier oder unseren Kick, besser gesagt. Können hier nochmal Temp ziehen auf seinen Go. Sollten uns gleich nochmal gut heilen. Genau, da kommt auch schon der Heal durch. Jetzt pushen wir hier nochmal weg. Der Ele wird wieder mad hier. Schauen, dass wir hier halbwegs reingehen können gerade. Dann können wir nämlich hier seine ganzen Ads einfach routen. Und dann können wir uns hier nach drinnen stellen und können hier einmal kurz Stealth gehen. Er will mich hier nochmal stunnen. Kriegt mich auch tatsächlich nochmal. Sachen gibt's, Alter. Dass der mich da nochmal gekriegt hat gerade. Ist halt auch irgendwie weird ohne Ende. Wir können ihn hier nochmal freezen. Dann blinken wir hier nochmal weg. Ich hoffe gerade, dass irgendeiner vom Zerg sieht, dass ich hier gerade sterbe. Aber irgendwie nicht. Ich würde so gerne mal zum Holy Parler begegnen nebenbei. Ich glaube, den Ele kann ich easy 1v1 besiegen. Aber jedes Mal, wenn er mich engaged, habe ich irgendwie 30% HP gerade. Außerdem hat er gerade beide ACDs auch noch ab. Schauen wir nochmal. Vielleicht will er mich nochmal challengen oder hat er jetzt keinen Bock mehr? Ich glaube, es war gerade Genugtuung für ihn, dass er mich vorher nicht bekommen hat, glaube ich mal. Da ist komplett all. Jetzt haben die nur noch Schurken, Alter. Was ist da passiert? Ich glaube, das sind so viele gelieft gerade. Wir ziehen einfach mal Kombast. Schauen, ob wir hier den einen oder anderen gerade killen können. Können hier nochmal unsere Armschiene aktivieren. Dann ballern wir hier nochmal ein bisschen Instant raus. Jetzt werden wir gleich wieder einen Kick kriegen. Kicken sonst. Ja, kicken wir den Holy Pally. Slowen hier nochmal hinterher. Können schauen. Ich komme hier wieder überhaupt nicht weg gerade. Wir können hier nochmal Temp ziehen. Jetzt muss er eh für den Purge gehen sonst, bevor er mich irgendwie lassert oder sonst irgendwas. Aber ist schon vorbei. Sehr merkwürdiges BG irgendwie. Die Heal-Paller haben verdammt viel geheilt, aber waren glaube ich nur mit der Flagge unterwegs. Die sind Tryhard auf den Win gegangen und nicht für den Zerg, wie es aussieht. 1,8 Millionen Healing dann. Fürs Temp war gar nicht so bad, aber ich meine, waren da die ganzen Schamanen, die in einer Tour gepurged haben. 6,4 Millionen Damage. Ich habe zum Ende, am Anfang habe ich gut Damage rausgebracht, nachher gar nichts mehr. Dann sind irgendwie ein paar gelieft, andere reingekommen und dann wurde ich nur noch gestoppt. Aber ansonsten, ja, ganz akzeptables BG würde ich mal fast sagen. Schade, dass ich leider kein PvP habe, weil dann normalerweise spielt man Full Versa als Magier auch im PvP. Aber hilft leider nicht, haben gemacht, was wir machen können. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.